begrüßen Sie sehr, sehr herzlich im Rahmen der Bundesbaugesellschaft. Unsere Gäste sind auch die Kleinspringer aus Bad Freienwalde, die ganz hier vorne sitzen. Sie haben Gemeinsamkeiten. Katharina Althaus ist Zweite im Gesamtweltcup. Richard Freitag. Richard Freitag ist Zweiter im Gesamtweltcup. Katha Althaus. Richard Freitag. Wo steht geschrieben, dass die Katha, die ja ein bisschen leichter ist als du, nehme ich mal an, was willst du jetzt akut? Kann man das sagen, ohne Gitarre zu spielen? Jetzt knapp 160, 58 Kilo. Du, Katha? Knapp unter 50 Kilo. Wie viel? Knapp unter 50 Kilo. So, okay. Gehen wir davon aus, ihr hättet jetzt mehr Anlauf, ihr hättet an der Kante, an der Schanze, die gleiche Geschwindigkeit. Wo steht geschrieben, dass Richard weiter springen muss als die Katha? Das steht nirgendwo geschrieben. Also das ist ja auch immer so eine Sache, das ist ja jetzt nicht nur zu den Damen im Skisprung, sondern auch irgendwo zu den Herren in der nordischen Kombination, was auch manchmal die Frage gibt. Ich glaube, das steht einfach nirgendwo geschrieben. Los, Katha, wenn du deine eigenen Stärken, Schwächen hast du ja keine, hast du immer Stärken, ja? Wenn du die charakterisieren solltest, ist es der Absprung, ist es das Gefühl in der Luft, kann man das überhaupt trennen? Ja, also denke ich, dass ich gerade weil ich einen ziemlich großen Schritt gemacht habe, was den Absprung anbelangt. Also ich habe im Vergleich zu den anderen Mädels, gehöre eher zu denen, die einen ziemlich starken Absprung haben. Und genau in der Übergangsphase konnte ich gerade im Sommer viel arbeiten, weil wir viel Großschanzen im Training gesprungen sind. Und konnte dann die Verbindung in den Flug eben verbessern. Und ich denke, das war auch Anfang vom Winter auf jeden Fall meine Stärke. Du bei der Bundeswehr die Feldwebel-Laufbahn einsteigst als Sportler, wenn du sozusagen im Bundeskader angehört bist. Bist du schon Feldwebel? Nee. Ich bin Oberstabsgefreiter, also das heißt, ich habe viele Striche auf der Schulter. Oberstabsgefreiter? Also du hast theoretisch nicht viel zu viel zu sagen. Ich habe so ziemlich nichts zu sagen. Also wieso hast du mich mitgebracht? Hast du Angst in dem großen Berlin alleine? Ja, ich als Dorfkind komme ja schon ein bisschen verloren hier. Wir sind aber alle bei dir. Aber ich muss dazu sagen, wir gehen gleich nach vorne am Bahnhof, also viele Menschen. Jäger mit Köpfen, Katha. Ist es möglich, im Skispringen auf den Punkt so zu arbeiten, wie auch bei dir in Korea, dass es stimmt? Ja, also ich konnte schon darauf hinarbeiten, weil ich noch ein bisschen Reserve mit dem Licht gehabt habe. Habe das dann so getimt. Klar, unser ganzer Trainingsrhythmus war auch so getimt, dass wir dann zu den Wettkämpfen hin zum Höhepunkt einfach athletisch am besten waren. Natürlich muss trotzdem alles an dem Tag zusammenpassen. Katha, bist du ein Typ, der, sag mal, negative Erlebnisse schlecht verarbeitet, was Schlafen angeht oder wie auch immer? Klingt das nach oder kannst du überhaupt schnell abschalten? Ich denke, ich kann schon schnell abschalten. Ich bin eigentlich immer schnell auch eben mit meinen Trainern, mit den Leuten drumherum immer eine Lösung. Versucht da dann doch eher Problemlöserin zu sein, als dass sie mich davon runterziehen lassen. Letzte Frage, die ganz pauschal beantwortet werden kann. Du hast im Moment keinen festen Freund? Doch, seit knapp 3 Jahren. Schon. Und warum nimmst du den Bruder mit, wenn ich ihn? Weil er arbeiten muss. Ach nee, ich schenke sie mir nicht. Bist du derzeit zu haben? Ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, aber ich habe derzeit keine festen Freund. Na bitte, also, das ist doch eine Antwort. Vor allem, ja, kleinen Springer.
aus Bad Freienwalde. Ihr könnt alles loswerden, was ihr jetzt fragen möchtet. Rhetorische Frage. Wäre es möglich? Eine Frage. Zwei. Wenn ehrenamtlichen Trainer zum Beispiel nicht gäbe oder ehrenamtliche Helfer, die Schülercups stützen, nur als Beispiel, oder Schanzen herrichten, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Ich glaube, da musst du dich definitiv was überlegen. Okay. Was dich betrifft, was du auf deine Eltern. Hast du irgendeine bestimmte Playlist oder ein Lied, was du vor einem Wettkampf hörst? Und die zweite Frage, würdest du mal einen Kaffee mit mir trinken gehen? Oder? Ich weiß nicht, ob er da lieber Gitarre spielt. Ja, ich bin da nicht so sicher. Also das würde er lieben gerne machen, aber die Zeit wahrscheinlich. Ja. Zur ersten Frage, Musik höre ich sehr gerne, begleitet mich überall eigentlich. Es gibt aber nichts Spezielles, also es ist eher so, dass ich habe schon meine Auswahl, sage ich mal, oder meine Musikrichtung, die ich anhöre, aber nichts Spezielles, sondern eher wirklich nach Gefühl, worauf ich gerade Lust habe. Und zur zweiten Frage, also normalerweise müssen wir echt einen Kaffee trinken, weil das ist echt mutig, finde ich. Ja, okay. Ja, können wir schaden ansonsten. Jetzt würde ich an dieser Stelle dranbleiben. Jetzt würde ich. Der Mut muss honoriert werden. Ja. Geh mal hinaus. Bleib sitzen, ich komme. Wie seid ihr aufs Skispringen gekommen? Die Frage wusste ich, die kommt. Ja, ich habe das vorher schon gesagt, dass ich eben durch meinen großen Bruder dazukommen bin. Ich habe bei dem im Training zugeschaut und zum anderen habe ich es in Oberstdorf direkt vor der Haustür. Mit wie vielen Jahren habt ihr mit dem Skispringen angefangen? Mit wie vielen Jahren? Ich habe mit 6 Jahren angefangen. Ja, das geht aber auch was, ne? Ja, klar. Ich glaube mit 7, 8. Jetzt gerade zum Beispiel, wenn die Saison so eng ist, dann fällt das Training, was jetzt wirklich physisch ist, eher ein bisschen hinten ab. Einfach aufgrund dessen, dass wir so viele Sprünge machen, dass noch ein extra Training, glaube ich, oder so glauben wir zumindest, das eher schwierig gestaltet. Im Sommer wird es dann einfach mehr. Also es sind noch nicht die reinen Trainingsstunden, wo man jetzt sagt, es ist Krafttraining, Schnellkrafttraining, Koordination, Motorik, sondern es kommen auch noch normale Dehnungsübungen dazu, die irgendwo das ganze Rad einfach immer irgendwie am Laufen halten, wenn du nicht in so ein Loch reinfällst. Das ist auch ein großer Unterschied, glaube ich, zu trotz alledem noch vielen anderen Sportarten, die jetzt im Frühjahr komplett eigentlich eine Pause einlegen und dann wirklich in Richtung Superkompensation trainieren oftmals, um einfach den Körper wirklich zu fordern. Das machen wir schon dran. Also wir versuchen eigentlich auf einem Level zwar schon intensiver im Sommer zu trainieren, aber den Körper eigentlich immer auf einem gut haltbaren Level zu haben. So, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ich habe mich auch bewusst ein kleines bisschen zum Robert gemacht, aber so kann man natürlich die Leute auch aus Reserve kitzeln. Also, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich und jetzt haben wir die Autogrammstunde noch einmal den Beifall für die beiden.